Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanilLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir das erste Lernprogramm abgeschlossen und mir ist jetzt aufgefallen, was ich in der letzten Folge vergessen habe, und zwar das Intro mal abzuspielen. Das wurde nämlich nur beim ersten Mal eingestellt, als ich das Spiel begonnen habe, abgespielt. Da ich ja die Mission nochmal machen musste, wurde das nicht mehr abgespielt. Wo ist das? Noch mal, wo ist denn das noch mal? Also ihr Bilder da drin. So, und zwar das Lernprogramm Intro. Bams. Sagen wir mal, worum es hier überhaupt geht in Worms. Ob's töten ist klar, aber naja. Das Spiel ist ein bisschen asynchron, kann das sein? Nein, das liegt nicht an meinem Aufnahmeprogramm oder irgendwie sowas. Ich sehe aber so ein ganz klein bisschen asynchron. Ich bin meinem letzten Mal auch aufgefallen. Egal. So, haben wir das aus dem Weg geräumt, machen wir weiter mit der Lernkampagne. Und zwar dieses Mal vor allem ja unsere allerhöchste Heiligkeit möchte, dass wir Rom bauen, und jetzt tue ich einfach den Charakter wechseln. Ist ja auch irgendwie kontraproduktiv, ne? Wir wechseln jetzt zu den Olympians. Die Gründung Roms. Sie sind wohl zurückgekommen, weil sie noch mehr erfahren möchten, Sterblicher. Stimmt's? Schnell, uns bleibt nicht viel Zeit und ich muss Ihnen noch viel beibringen. Sie müssen die grundlegenden Aspekte des Spiels kennenlernen. Diesmal werden wir uns mit der Bedeutung von Gebäuden beschäftigen und Sie werden erfahren, wie Sie Ihre Feuerkraft erhöhen können. Machen wir uns auf den Weg. Ja. Ist jetzt mit Ägypter gesprochen, jetzt mit dem Grieche. Auch schön. Das war vollkommen andere Leute. Was redet der da? Aber egal. So. Sieht auch schön aus. Ja. Das ist auch nicht die exakt gleiche Level, oder? Nee. Beiden Würmer sind offenbar beschäftigt. Selbst so einen gleichen Helm auf wie er. Na, wenigstens scheinen sie bereit zu sein. Seien Sie erneut willkommen, Sterblicher. Beim letzten Mal haben wir die Gesundheits- und Waffenkisten kennengelernt. Es gibt hier jedoch zwei weitere Kistendaten. Wer sind sie? Diese Schwelle, was ist das für eine Stimme? Diese Kistenart wird Gebäudekiste genannt. Diese Kisten enthalten verschiedene Gebäudearten und nun werden wir erfahren, wie wichtig Gebäude sind. Ich glaube, ich gebe Ihnen einen anderen Helm, wenn der andere Typ auch den gleichen Helm hat. Ja, lassen wir das. Remus, falls es Sie nicht zu viel verlangt, könnten Sie ja bitte diese Kiste aufsammeln. Es ist ein bisschen schwierig. Hätte ich mal als erstes die Olympians gesteuert, ey. Dann hätte erst gepasst. Wir stellen vor die Zwillinge. Remus hat soeben eine Festung eingesammelt. Schauen Sie zu, wie er sie baut. Eine prächtige Festung. Sie müssen wissen, dass Ihre Festung lebenswichtig ist. Wenn die Festung Ihres Teams zerstört wird, ist das Spiel zu Ende. Es wäre, als wären alle Ihre Würmer getötet worden. Und außerdem müssen alle Gebäude, die Sie errichten, mit Ihrer Festung verbunden sein. Sollte diese Verbindung unterbrochen werden, stürzen diese Gebäude ein. Manchmal kann es passieren, dass Sie ein Gebäude in Ihrem Inventar nicht wählen können. Das liegt daran, dass von dem Ort, an dem Ihr Wohnort sich befindet, kein verfügbarer Bauplatz für das Gebäude existiert. Sie können nur an Orten in der Nähe Ihres Wohnorts bauen. Denken Sie daran, und wenn es noch passiert, dann bewegen Sie Ihren Wurm durch die Landschaft, bis Sie einen Platz gefunden haben. Dann können Sie das Gebäude wählen und errichten. Und nun sind Sie an der Reihe, ein Gebäude zu bauen. Sammeln Sie die Kiste und dann zeige ich Ihnen, was Sie zu tun haben. Boah. So, es ist die Steuerung hier verkehrt und das war vorher auch, was? Boah, egal, lass mal jetzt. Ich wahrscheinlich nochmal um meinen, aber egal. Gut gemacht, Sie haben soeben einen Turm eingesammelt. Öffnen Sie jetzt Ihre Waffenleiste, indem Sie Kreis drücken und wählen Sie den Turm genau aus, wie Sie das mit der Bazooka gemacht haben.
Sie wissen ja, dass Sie mit linken Analogstick die Stelle wählen können, an denen Sie bohren möchten. Wenn Sie sich für eine Stelle entschieden haben, drücken Sie X. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Wahl durch Drücken von drei Kre jederzeit rückgängig machen können. Versuchen Sie, einen Turm zu bauen. Okay. Boah, geil. Wo packen wir den denn? Tun wir den hier hinpacken. Sie haben Ihr erstes Gebäude. Wow, das war doch nicht so schwer, oder? Wie Sie noch sehen werden, sind Gebäude für viele Zwecke nützlich. Doch zunächst einmal wollen wir lernen, von Gebäuden aus zu feuern. Sammeln Sie die Waffenkiste ein, Sterblicher, damit sie Ihnen zeigen kann, wie Sie von einem Gebäude aus angreifen können. Sie müssen Ihren Rückwärtssalto benutzen, um auf die Spitze des Turms zu gelangen. Wissen Sie noch, wie das geht? Drücken Sie zweimal Viereck. Okay. Warum sagt er so, als hätten wir uns schon getroffen? Sie haben soeben den Mörser eingesammelt. Der Mörser ist eine Waffe, die nur von einem Gebäude aus abgefeuert werden kann. Um den Mörser abfeuern zu können, müssen Sie Ihren Wurm auf einem Gebäude befinden, das Ihnen gehört. Achso. Sie können Waffen nur von Gebäuden abfeuern, die an der obersten Seite flach sind. Wie Sie sehen können, hat die Festung keine flachen Oberseite und deshalb können Sie von der Festung aus keine Waffe abfeuern. Jetzt wollen wir mal sehen, ob Sie mit dem Mörser genauso gut umgehen wie mit einer Bazooka. Jetzt, Remus, seien Sie doch bitte so freundlich, sich neben diesen Turm zu stellen und winken, damit wir Sie deutlich sehen können. Der Mörser funktioniert ähnlich wie die Bazooka. Er wird auf dieselbe Weise abgefeuert, mit dem Unterschied, dass Sie beim Mörser die Stärke des Schusses nicht ändern können. Sobald Sie aus der Ich-Perspektive die Richtung und die Flugbahn ausgewählt haben und X drücken, wird der Mörser automatisch mit voller Stärke abgefeuert. Schauen Sie jetzt zu Ihrem Ziel hinüber. Remus war so freundlich, sich daneben zu stellen, damit wir genau wissen, worauf wir zielen müssen. Na, hallo. Danke, Remus. Gehen Sie jetzt besser aus der Schusslinie. Dieser Turm des Gegners ist Ihr Ziel. Geben Sie Ihr Bestes. Machen Sie sich um die Munition keine Sorgen, sondern versuchen Sie einfach nur, das Ziel zu treffen. Alles klar. Hoho. Da ist ein Priester drin. Was zum Teufel? Stimmt. Halt die Waffe, ich triff das. Oh, Gott, steh mir bei. Er war ein bisschen zu tief. Sehr gut. Oh, das wird mir so Spaß machen wieder. Guter Schuss, Sterblicher. Haben Sie bemerkt, wie viel Schaden Sie am Turm angerichtet haben? Wenn ein Gebäude getroffen wird, können Sie eine Zahl, die darüber angezeigt werden, sehen, wie viel Lebensenergie es verloren hat. Jetzt wollen wir mal etwas anderes ausprobieren. Alle Gebäude müssen mit der Festung verbunden sein. Was passiert, wenn diese Verbindung unterbrochen wird? Sie stürzen um. Wollen wir das mal ausprobieren? Mit der Festung des Gegners ist jetzt eine Reihe von Türmen verbunden. Wenn Sie den Turm zerstören, der am dichtesten bei der Festung steht, zerstören Sie dadurch auch die anderen Türme. Denn Sie haben die Verbindungskette unterbrochen. Sobald Sie bereit sind, zerstören Sie mit dem Mörser den Turm, der am dichtesten bei der Festung des Gegners steht. Okay. Dann fallen wir den nächsten Priester ab. Hoffentlich treffen wir dieses Mal. Oh, gelobt sei der Herr! Das war daneben. Verdammt, der Priester kann nicht schwimmen. Sofort ballert, ey. Aber mir gefällt's. Und los. Jesus, steh mir bei. Meine Güte, was tue ich mir so schwer zu treffen? Ich hab das Kackding da hinten nicht. So. Turm zerstört. Was passiert jetzt? Boah. Gut gemacht. Haben Sie gemerkt, wie alle anderen Gebäude umgefallen sind, sobald Sie ein einziges zerstört hatten? Es ist sehr nützlich, diese beim Ziel im Auge zu behalten. Versuchen Sie stets, die Schwachstellen in der Befestigung des Gegners aufs Korn zu nehmen. Denken Sie daran, dass beim Zerstören eines Gebäudes der Platz, den es eingenommen hat, zur sogenannten verbrannten Erde wird. Dies bedeutet, dass der Spieler, dem das Gebäude auf diesem Platz vorher gehört hat, ein paar Runden lang an dieser Stelle nicht mehr bauen kann. Dies kann hervorragend dazu benutzt werden, um den Gegner einzuengen. Passen Sie aber auf, dass diese Strategie nicht gegen Sie selbst eingesetzt wird. In manchen Landschaften finden Sie mit etwas Glück einen Leuchtturm. Sie können eine Waffe von einem Leuchtturm aus abfeuern. Jedoch Sie können ihn nicht zerstören.
Mit ihrer Hilfe können sie Gebäude über eine große Entfernung und abgelegene Bereiche der Landschaft hinweg verbinden. Sie verbinden ihre Gebäude mit Leuchttürmen, indem sie neben ihnen ein Gebäude errichten. Sobald sie mit einem Leuchtturm verbunden sind, wird dieser aktiv und nimmt die Farbe ihres Teams an. Auch ein zweiter Leuchtturm nimmt die Farbe ihres Teams an und sie können vom Standort diese Weiten Leuchtturms ausbauen. Wenn ihre Verbindung zu einem Leuchtturm unterbrochen wird, stürzen alle Gebäude an dieser Ende der Verbindung ein und der Leuchtturm nimmt wieder eine seiner normalen Farben an. Okay, Sterblicher, Sie haben sich bisher gut gehalten. Bevor wir den Unterricht für einen weiteren Tag beenden, wollen wir uns zum Schluss noch bei ein paar anderen häufigen und nicht wichtigen Waffengattungen zuwenden. Ich hab's schon wieder echt mit dem Lesen heute. Kann das sein? Sammeln Sie bitte die Waffenkiste ein. Und bin ich froh, wenn das Lernprogramm vorbei ist, dann kann ich wenigstens selber ein bisschen labern. Ich muss ja die ganze Zeit nur vorlesen, Alter. Das nervt ein bisschen. Kein Fallschaden, oder? Nee, okay. Und zwar wäre ich schon jetzt tot. Wir haben soeben die Granate eingesammelt. Die meisten Waffen explodieren entweder wie die Bazooka beim Aufschlag oder werden wie die Granate durch einen Zünder zur Detonation gebracht. Sobald Sie diese beiden Waffengattungen kennengelernt haben, können Sie viele der anderen Waffen des Spiels benutzen. Jetzt wollen wir versuchen, die Granate zu benutzen. Die Granate arbeitet mit einer Zündungszeit zwischen 1 und 5 Sekunden und explodiert erst, wenn diese Zündungszeit abgelaufen ist. Granaten eignen sich hervorragend als Geschosse, die in gegnerische Befestigungen geworfen werden. Mal sehen, ob ich Ihnen ein gutes Beispiel dafür bieten kann. Boah. Die Granate ist genau wie die Bazooka eine Waffe, die von jeder Stelle aus abgefeuert werden kann. Ihr Ziel besteht darin, die Granate so zu werfen, dass sie innerhalb der Mauern der Türme landet und von den Füßen von Reus explodiert. Wählen Sie die Granate in der Waffenliste aus und stellen Sie die Zündungszeit ein, indem Sie L2 drücken. Stellen Sie wie bei der Bazooka aus der Ich-Perspektive die Richtung und die Flugbahn ein und halten Sie danach die X gedrückt, um den Schuss aufzuladen. Je mehr Stärke Sie im Schuss geben, desto weiter wird die Granate fliegen. Versuchen Sie, Rebus zu treffen und zu töten, wenn Sie bereit sind. Was? Ich darf den noch nie im Leben. Ich weiß ja noch, wie mein Granatentutorial in Worms 3D abgelaufen ist. Und zack. Was zum? Wie weit konnte ich denn jetzt werfen, ey? Aua. Au! Hab ich getroffen. So ein KP wahrscheinlich. Hey, kriegt man den Wurm ja nie seine Ruhe? Ich werde mir schon holen, was mir zusteht. Sie werden sehen. In der Zwischenzeit. Hat es sich herumgesprochen. Stadt Rom heißt ihre Siedler willkommen. Bobby, was? Ach, da ist kein Boogie Pete dabei, ey. Möchten Sie Ihren Fortschritt speichern? Ja. Soll ich den Bart hier beenden? Sind ganz schön kurz, habe ich so ein Gefühl. Ich habe so ein Gefühl, Mr. T, was? Okay, das nächste wäre großer, ne, größer, besser. So, dann gucken wir mal. Ich bin abgeschlossen. Ich habe 3% Mr. T. Würde ich mal gerne hören. Aber wir im Part beenden. Wir haben ja Zeit jetzt wieder. Okay. Upsala, nein. Okay. Das heißt immer noch, ne? Na gut. Schon wieder ein kurzer Part, aber naja. Machen wir jede Lernkampagne in einen einzelnen Part. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Play Worms. Jetzt wollte ich schon 3D sagen. Forts. Unter Belagerung. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.